Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und ich glaube, ich fange jede Folge mit und an. Wir zerlegen jetzt hier diesen kurzen Schulbus. Es wird düster draußen. Und das, obwohl wir es 10.20 Uhr haben, also ist ja nix. Zerlegen diesen Schulbus und dann habe ich mir gedacht, wir waren, glaube ich, noch nie. Ich höre was. Wir waren doch noch nie hier drüben in dieser Schule, Kindergarten, was auch immer das da für ein Gebäude ist. Da waren wir, glaube ich, so noch nie richtig drin. Ich glaube, das würde ich dann gerne einmal noch mal kurz vorher machen, bevor wir uns den weiteren Schatzausgrabungen widmen. Aber irgendwie, warum ist denn das Wetter jetzt so scheiße? Dann würde ich gerne einmal kurz Stuff loswerden. Hier, sowas zum Beispiel. Auch das hier, die Knarre behalte ich. Yo, yo. Also alles, was uns jetzt hier... Oh, geil. 5er Batterie. Kochgrill kann ich, glaube ich, zerlegen. Den brauche ich so nicht. Das kann ich wieder tragen, weil die Zigarre brauche ich ja nur zum Verhandeln. Ja, ganz viel Stuff hier. Der kann da alles rein. Schön, schön. Ab dafür und weg damit. Werde ich zwar alles jetzt noch beim Zerlegen von Fahrzeugen und so kriegen, aber schadet ja nichts, wenn es uns nicht mehr... Upala. Wenn es uns nicht mehr in der Tasche liegt, ne? So, könnte ich jetzt nochmal wieder ein bisschen besseres Wetter kriegen vielleicht. Hm, sind die Nachbarn unten mit Bohren scheinbar fertig? Jetzt müssen sie klopfen. Komm. Sowas, das kann ich doch nicht als Thumbnail benutzen hier. Ich möchte aber schon gerne dieses Gebäude hier drauf haben. Ist hier vielleicht in irgendeine Richtung besseres Wetter? Ach, als wäre da das Wetter drauf. Lu, reiß dich zusammen. Ist da hier drüben vielleicht irgendwie besser? Hier klart das ein wenig auf. Okay. Vielleicht reicht das ja aus. Zupf. Oh nein, sie haben den Bohrer wieder für sich entdeckt. Mensch, die Nachbarn. Ach, ist das nett. Naja, dann bohre ich hier meinerseits auch mal ein bisschen mit rum. Vielleicht kommt da ja noch was Nettes raus. Hm, geht so. So. Mal kurz gucken. Das hier vielleicht auch. Oh, Lucky wird gesucht. AKA Good Boy. Ich habe den mir noch nie so nah angesehen. Have you seen this person? Hm, John Smith. Vielleicht gibt das dann auch ein nettes Thumbnail. Schauen wir mal. So. Also, liebe Schule oder was auch immer du bist, ich komme. Trete ein und bringe Schwierigkeiten mit. Oder so. Das bringt ja auch nochmal hier ein bisschen Eisen. Warum möchtest du da unbedingt raus, du Depp? Achso, du bist einfach doof. Gut. Ja, okay, weiß ich Bescheid. Alter, die Tür steht offen, ne? Das ist dir schon klar. Doch in so einem Ding waren wir, glaube ich, tatsächlich doch schon mal drin.
Aber hier gibt es bestimmt auch noch coole Sachen zu holen. Ihr kennt mich doch. Ne? Na? Ne? Ein bisschen Moneten. Naja, gut. Aber hier liegt noch ein Rucksäckel. Ein Handetaschchen. Oh, nett. Ein paar Bohnen. Ach nö. Essenstechnisch sieht es bei mir ganz gut aus. Also muss ich mir nicht einverleiben. Hier ist noch ein PC, der kann mit weg. Epic. Aha. City vanished in blast of atom bomb. Around the world. Hm. Okay. Dann kann Bong. Wer kennt nicht die große Computerfirma Bong? Nutzloses Papier. Dankeschön. Also so nutzlos ist es ja nicht, aber für mich ist es leider nicht so von Wert, wie vielleicht für anderen. Andere. Das kann ich zerlegen. Da kommt Leder bei raus, glaube ich. So. Hello, everybody. Da kommt sie, da schon angelaufen. Schwester. Tatsächlich ein Kopf. Meine Fresse. Ja, es wird anspruchsvoller hier drin. Und auch hier gibt es wieder Eisenbarren. Stahlbarren sogar. Jedes Mal für mich ist... Eisen ist Eisen ist Eisen, also... Aber ja, da gibt es ja doch feine, kleine und feine Unterschiede, sonst würde man es ja nicht anders nennen, oder? So. Oh. Okay. Okay, mitten in den Bergen. Na dann. Weg und speichern. Drop. Gut, der hat wahrscheinlich zwar sowieso nicht mehr so viel gutes Zeug dabei, aber wir nehmen ihn trotzdem mit, wenn er schon mal da ist, ne? Die Cafeteria. Hoppala, na bitte. Das können wir zerlegen, das können wir zerlegen. Laserzielhilfe. Verändern. Haben wir noch einen Platz für frei? Ja, tatsächlich. Mhm. Na dann. Besser haben als... Ne? Wer weiß, wofür es gut ist. Da ist nichts drin. Irgendwie immer die falsche Munition. Hier geht es sowieso zum Hinterhof, glaube ich, ne? Und Faden. Cool gemacht. Gefällt mir echt gut hier. Mal hier reingucken. Ah, es ist nochmal so ein Klassenraum oder sowas. Wobei, warum? Also irgendwie ist das Gebäude merkwürdig hier so. Scheinbar gibt es hier Flächen zum Anliefern, aber irgendwie ist es ja eigentlich auch eine Schule und ich weiß nicht, was man in der Schule so, cooler Ledermantel, so anliefern müsste. Warum sind denn die Regale alle leer? Lernt ihr denn hier nichts, Kinders?
Gibt's doch nicht. So, verändern. Ab dafür. Hier könnte man auch noch mal... Ach, das ist eine Mod. Nee. Das ist eine ganz normale Mütze. Aber hier hätte ich so eine Mod drin. Nochmal blöde braune Farbe. Die kann ich auch tatsächlich einfach zerlegen. Kommt das Papier. Was kommt aus diesen Dingern hier nochmal raus? Kunststoff. Na ja, gut. Irgendwie ist diese Deckenfunzel, ist das alles ganz schön dunkel hier, muss ich sagen. So, das heißt, hier sind wir soweit eigentlich durch. Ergo gibt es nur noch einen Weg und der führt uns nach oben. Geht's noch weiter nach oben? Nee. Ja, ich hab dich schon gesehen. Was seid ihr denn jetzt so drauf? Ja, einer ist schon mal tot, schon mal gut. So, Dankeschön. Noch jemand jetzt hier ohne Fahrschein vielleicht? Sehr nett, Bauplan Kettensäge, seht da? Es kommt auch von alleine. Schön, jetzt können wir, also haben wir zumindest ein, ein Erdbohrer gefunden. Und jetzt können wir eine Kettensäge auch selbst herstellen. So, den Schrumps brauche ich nicht hier, verschlissene Schuhe, komm ab dafür. Bringt Stoff vorbei, heraus. Oben ist, glaube ich, nichts. Hä? Okay. Irgendwie nicht sehr ergiebig hier. Ich wollte hier drauf hüpfen, aber wie ihr seht, hat es nicht so ganz geklappt. Da oben gibt es noch einen Weg durch, okay. Das heißt, da muss ich mich dann wohl... Oh. Oh. Wenn ich den jetzt zerlege, kommt denn dann... Nichts bei raus. Okay, na gut, dann ist das so. Gut, das heißt, hier gab es jetzt, das ist verschlossen. Ja, ja, bla bla. Was kannst du hier oben? Außer Holz sein. Nee, komm jetzt, wechsel doch mal bitte. Dankeschön. Aha. Ein bisschen Antibiotika, ein paar Pillchens. Ein Hemd mit Lila drin. Was bringt mir dieses Hemd? 8. Und ansonsten glaube ich nicht wirklich was. Komm, zerlegen wir, spart Platz. Ich bin da sehr verlegen beim Zerlegen. Ich habe hier Licht an, ne? Und es ist trotzdem zappenduster hier drin. Also die Lichtsetzung finde ich immer noch tatsächlich ein bisschen schwierig in diesem, in dieser Alpha. Hallo? Okay, da gibt es nochmal eine Leiche. Eine Leiter nach oben. Komm, geh weg jetzt hier.
Das wird zerlegt. Hier kommt, glaube ich, dein Messing bei raus. Was bringst du mir? 160. Also würde ich dich, glaube ich, auch nicht lesen wollen, sondern dann doch eher. Und so. Gut, was gibt es hier oben nochmal hinter dem Versteckle? Komme ich da irgendwie so ran? Jawohl. Dankeschön. Roter Tee. Können wir mal tun, weil getränketechnisch sieht es bei uns gar nicht mal so gut aus. Besser als essenstechnisch. Dann können wir eigentlich hier kommen. Wo wir sie schon mal dabei haben. Ich weiß, da kann man auch mitunter was draus kochen, aber jetzt habe ich sie gescrappt, ich Trollo. Oh. Ja. Mm. Gumbo-Eintopf. Gibt hier Shepherd's Pie. Thunfischsoße. Na, behalten wir sie einfach mal. Ah. Müsste mich so erschrecken. Warum? Ach so, damit mache ich den Laserpointer an und aus. Okay. Okay. Ich wechsle mal wieder auf die Fackel, einfach nur wegen des besseren Ausleuchtungsverhältnisses hier. Erstmal nochmal kurz gucken. Oh, Messing. Schönes, schönes Messing. Jetzt müsste ich es... Ich brauche es ja eigentlich gar nicht, aber gut. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, okay, okay. Toll, Bücherregale, in denen nichts drin ist. Die habe ich am liebsten. Kartoffelsamen. Immer gut. Oh, irgendwie immer Munition, wo ich gerade nicht so richtig den Nutzen für habe. Den lasse ich nochmal intakt, aber den Türknauf kann ich zerlegen. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was man so ein bisschen zusammenstecken kann? Glaube nicht so. Nun gut. So, hinten in der Ecke waren wir. Warum kommt denn der Lederball raus? Das ist aber seltsam. Sehr ominös. Ja, dann war es das hier oben auch mal mit dem ganzen Krams. Hopfensamen. Einmal die Miezekatze verschnitzeln hier. Mhm. Wir machen das ganz einfach. Ich lasse den Hopfen hier, ich lasse das Papier hier. Was soll ich damit? Hier hinten noch irgendwer oder irgendwas. Oben drauf, irgendwo ein Geier oder sowas. Nee. Hm, brauche ich ja später sowieso noch. Hier hätten wir noch so einen Leitegeier. Da kann ich aber die Federn hier rundherum droppen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie doch. Bitte, danke. Tschüss. Kommt nie wieder. So. Das war's dann hier. Schön. Nochmal eben hier rumgelootet. Nett, nett, nett.
Nee, nicht droppen wollte ich sie. Ich wollte sie eigentlich jetzt ausnahmsweise wirklich mal zerlegen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Munition. Jo. Die sind tatsächlich. Rüstungswert 10, Rüstungswert 9. Was kannst du? Nicht so viel. Okay, dann komme ich hier gleich nochmal her. Aber wir gucken jetzt hier erst nochmal rein in die Kisten. Okay. Working Stiff Tools. Da könnte doch was fürs für den Truck drin sein. Das wäre doch nett. Nö, nicht so richtig. Aber gut, dann. Warum ist denn hier eigentlich immer noch Action Music? Wo habe ich denn geparkt? Theoretisch da drüben. Gibt es da einen einfacheren Weg? Ohne dass ich hier gleich ganz auf die Schnauze falle. Nicht so richtig hier unten. Auch nicht so richtig. Also muss ich tatsächlich einmal das ganze Ding hier wieder runter. Schade, dass es hier nicht irgendwo so ein. Wo kommt man denn hier hin eigentlich? Nirgendwo so richtig. Na gut. Hilft uns auch nicht weiter. Hier vorne vielleicht. Oder geht es hier auch nur. Achso, das ist ja stimmt. Nur so ein Fake-Dingsy. Na gut, hier kommt man vielleicht. Ja. Ja, da kann man noch was draus machen. So, dann bitte einmal hier und bitte einmal blob. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. So, dann holen wir jetzt oben nochmal den restlichen Kram. Aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Das geht immer so unglaublich schnell. Ich muss noch höher. Dann nehmen wir das Glas auch nochmal mit. Wenn ich das doch hier schon hab liegen lassen. So, was, wo, wie, wer? Ach ja, hier. Trepp rauf. Thumbnail müsste ich ja noch gemacht haben hier von dem schönen Dings. Komm, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ansonsten gibt es ja hier, glaube ich, nichts mehr, ne? Oder ist das hier. Ist das hier Deko oder kann das auch was? Nee, das ist, glaube ich, alles soweit nur Deko. Der Kasten kommt weg. Aber ansonsten kann das hier, glaube ich, nichts, ne? Außer sehr unkaputtbar zu sein. Nun gut, also wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Schnubbelibub. Nee, nicht wieder rauf. Hallo. Runter. Jetzt hier durch. Jetzt hier raus. Huiuiui. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch schaffe. Und wir machen uns dann gleich auf den Weg zum Schatz. Und nehmen auf dem Weg dahin nochmal das ein oder andere Auto hier hoffentlich vielleicht gegebenenfalls auseinander. Schauen wir mal, wir müssen nach da oben. Ja, doch, da stehen noch ein paar Autos unterwegs. Gut. Also, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge hier wieder. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns hier dann, das wiederholte ich bereits, glaube ich, wiedersehen. Bis dahin. Tschüssi.